Es ist ziemlich gut. Und Sound ist auch ziemlich gut. Schau. Ist noch besser, huh? Ja. Oder? Gut. Also du erschreckst dann nicht, wenn da noch Birgit reinkommt, gell? Aber darf ich dir noch ganz kurz vorstellen, das ist Gerne. Peter. Hallo Peter. Guten Tag, Eva. Ich freue mich sehr, ich bin gespannt jetzt. Ja. Und ich werde gleich verschwinden und eine Uhr wird ins Bild kommen. Ist auch okay. Elena, ich bin so gespannt. Ich habe mich so riesig gefreut, dass du zugesagt hast. Ich finde, deinen Twitter-Account ist ja der absolute Hammer, was du da absetzt. Das ist wirklich ganz, ganz große Klasse. Und ich sage jetzt nicht mehr, wenn du dich vorstellen willst, stellst du dich vor und sonst tun wir dich googeln und ertwittern. Aber die Stunde gehört dir. Mach irgendwas mit Stanislaw Lem. So. Ja, irgendwas mit Stanislaw Lem. Also mein Name ist Elena Luisa Lange. Ich bin Oberassistentin in der Japanologie an der Universität Zürich. Und ich bin außerdem politische Kommentatorin seit einigen Jahren und jetzt vermehrt, insbesondere zur Zeit in dieser Covid-Zeit, in der wir inzwischen sind. Ich wollte mich erstmal auch bei dir, Stefan, herzlich bedanken für die Einladung zu diesem Event. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich zugesagt habe. Und Stefan hat ein bisschen gebraucht, um mich zu überreden. Nicht wegen Stanislaw Lem, den ich früher mal sehr gern gelesen habe, sondern weil ich erstmal nicht so richtig verstanden habe, welches politische Format das hier eigentlich sein würde. Aber dann haben wir uns schnell geeinigt, als es darum ging, Free Speech sei ein Thema. Also als ein Festival, eine Konferenz, in der freie Meinungsäußerung vielleicht als Thema jetzt nicht explizit ist, aber wo jeder und jeder frei sprechen können soll zu einem Thema, das irgendwie mit Lem zusammenhängt. Da hatte ich dann Lust, etwas zu machen. Denn dieses freie Sprechen ist ähnlich und im gewissen Sinn noch dramatischer als zur Lems Schaffenszeit in Polen der 60er und 70er Jahre. Okay, nett. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Meine These heute lautet, dass wir eine seit etwa 10 Jahren den gesellschaftlichen Diskurs beherrschende Bewegung zum Autoritarismus sehen. Und diese Bewegung zum Autoritarismus hat mit der medialen Berichterstattung zur Covid-Pandemie einen qualitativen Sprung gemacht. Zensur und Cancel Culture spielen darin eine wesentliche Rolle. Es ist aber nicht erst seit dem Frühjahr 2020 so, seit dem Beginn des Jahres, wie Giorgio Agamben sagt, des permanenten Ausnahmezustands, sondern es gab war so was wie eine Vorbereitungsphase für die Art der medialen Berichterstattung. Und zwar in den sogenannten Culture Wars, mit ihrer Begleiterscheinung der Cancel Culture. Hier ließ sich bereits die Bewegung auf einen Zustand hin erkennen, der dem Wahrheitsministerium aus George Orwells 1984 alle Ehre macht. Also gezielt wurden bereits in den letzten 10 Jahren, vielleicht stärker noch in den letzten 5, 6 Jahren, Personen des öffentlichen Lebens diffamiert, ausgegrenzt, ihre Lebensgrundlage durch Verlust ihres Arbeitsplatzes entzogen oder auch gesellschaftlicher Ächtung ausgesetzt. Aber das gilt nicht nur für die Besserverdienenden, für Professoren an amerikanischen Universitäten oder Mitarbeitern von NGOs, sondern das gilt auch für einfache Menschen, die keine große Leser- und Zuschauerschaft haben und keine 200.000 Twitter-Follower. Auch die verlieren täglich ihr Auskommen. Angestellte des öffentlichen Dienstes, neuerdings Krankenschwestern, Pflegepersonal, Verkäuferinnen, Sachbearbeiter und so weiter. Über sie wird nicht so viel berichtet. Und das alles nur, weil sie eine abweichende Meinung haben. Was herrscht und was herrschen soll, ist eine Atmosphäre der Einschüchterung. Aber wie und zu welchem Zweck? Wie kann es sein, dass nach der geschichtlichen Erfahrung von Ausgrenzung und Diskriminierung, nach Mord und Genozid, gesellschaftliche Spaltung so gezielt betrieben wird und auch gewünscht wird?
wie heute. Der Begriff der Spaltung ist hier recht wichtig und zentral. Was bedeutet das? Das ist die Einteilung in erwünschte und unerwünschte Personen und Meinungen als Form von Kontrolle und Ausdruck von Macht. Zensur ist hier ein ganz, ganz wichtiges, zentrales Werkzeug in den Händen der Mächtigen, welche historisch und systematisch keinen anderen Zweck verfolgt, als Macht zu konsolidieren. Das galt sowohl in den religiösen Inquisitionsbewegungen der frühen Neuzeit, wie auch heute unter dem in der Corona-Zeit zum Schlagwort verkommenen "Das Virus diskutiert nicht". Wer zensiert oder Menschen wegen unerwünschter Meinungsäußerung ihrer Lebensgrundlage entreißt, ist immer in einer Machtposition. Das wird gern vergessen. Wer Menschen aufgrund einer Meinungsäußerung die Lebensgrundlage, das monatliche Einkommen entzieht, ist nicht der Unterdrückte, sondern der Unterdrücker. Das gilt auch und ganz insbesondere sogar dann, wenn die Kündigung im Namen des Minderheitenschutzes ausgesprochen wird. Eine unbeliebte politische Meinungsäußerung wird in dem Fall nicht etwa mit einer Gegendarstellung beantwortet. Das wäre eine Form der Kommunikation, die symmetrisch und angemessen wäre, sondern mit Entzug der Lebensgrundlage und gesellschaftlicher Ächtung. Ironischerweise werden die Sprecher einer angeblich bedrohten oder unterdrückten Mehrheit selbst zu Bedrohern und Unterdrückern. Zensur und Canceling ist immer autoritär, selbst wenn sie im Gewand des Minderheitenschutzes auftritt. Und ich denke hier natürlich vor allen Dingen an Diskussionen in UK von Gender Critical Theorists, die normale Sachen sagen und sich ein wütender Mob von Transaktivisten auf sie stürzt und es auch schon geschafft hat, dass diesen Frauen sind es ja meistens gekündigt wird oder dass sie sogar verhaftet werden im Fall von Marion Miller. Aber Zensur ist nicht nur eine ideologische Maßnahme, um Menschen auf die Spur zu bringen, sondern hat durchaus ökonomische und infrastrukturelle Zwecke. Denn nach 45 Jahren globalen Neoliberalismus entsteht ein zunehmendes Problem, mit redundanter Arbeitskraft umzugehen. Was folgt, ist Bestrafung und Disziplinierung als zunehmend normalisierte Modi, um den Mangel an gesellschaftlicher Infrastruktur zu kompensieren. Auch die Militarisierung der Gesellschaft gehört dazu, wie uns das Covid-Regime besonders in Australien zeigt. Das Land ist faktisch unter Kriegsrecht. Der medizinische Ausnahmezustand ist zum gesellschaftlichen Experiment eines neuen Normalzustands geworden, in dem Gewalt gegen Bürger, die Errichtung von Lagern, Willkürherrschaft, Brutalität, mediale Hetze und so weiter den Ton angibt, welche als Versuchsanordnung für einen neuen biopolitischen Totalitarismus unter verschärften Bedingungen der Kapitalakkumulation für die ganze Welt zu verstehen ist. Australien, um es mit Marx zu sagen, zeigt den Ländern der Welt nur das Bild der eigenen Zukunft. Ich möchte aber heute weniger über diese ökonomischen Hintergründe für Zensur sprechen, wieweil es sie gibt. Ich möchte eher über die politische Dimension, über die entsprechende ideologische Mobilisierung sprechen. So ist es doch auffällig, dass in der kürzlich stattgefundenen Bundestagswahl in Deutschland, also ich komme auch ursprünglich aus Deutschland, die Abschaffung der Grundrechte wie Versammlungsfreiheit und Bewegungsfreiheit von überhaupt keiner der etablierten Parteien diskutiert worden ist. Es wurde nicht mal angesprochen. Also die Abschaffung der Demokratie ist offensichtlich kein Thema mehr für Demokraten. Wir haben es in der Covid-Ära also nicht nur mit Zensur an sich, sondern auch mit einer Kontinuität von Selbstzensur zu tun, die bereits mit den identitätspolitischen Culture Wars begann. Der Konformitätsdruck schlägt sich jetzt aber auch in Äußerungen zu Covid-19 nieder. Also deswegen würde ich drei verschiedene Formen von Zensur unterscheiden oder sagen wir mal so von autoritären Mechanismen
zur um eine Hegemonie der Macht zu etablieren. Das erste ist natürlich die klassische Zensur. Hier fällt auch Hate Speech drunter durch eben die Social Media, Twitter, Facebook, YouTube. Neu wird ja jetzt zensiert, das wissen Sie ja, Kritik an staatlichen Maßnahmen, Kritik an Covid-Impfung und von den Richtlinien der amerikanischen CDC-Behörde abweichende Behauptungen, wo auch ganze YouTube-Kanäle zensiert werden. Dann gibt es aber noch, und das ist die zweite Form dieses Autoritarismus, eine Selbstzensur durch Politik, Medien und freie Wirtschaft. Und darüber möchte ich eigentlich jetzt ein bisschen mehr sprechen, die Durchsetzung einer neuen autoritären Sprache. Und in meiner Auffassung hat diese Durchsetzung einer neuen autoritären Sprache fast die klassische Rolle der Zensur übernommen. Aber erstmal möchte ich noch ganz kurz was zum Thema Zensur sagen, ganz konkret. Seit März 2020, als die WHO eine weltweite Pandemie durch das SARS-CoV-2-Virus ausgerufen hat, findet ähnlich einem Kriegszustand eine umfassende mediale Zensur statt. Mit den sogenannten NPI, diesen Non-Pharmaceutical Intervention, also nicht-pharmazeutischen Interventionen, zur Eindämmung der Pandemie, also Social Distancing, Lockdowns, Schulschließungen und so weiter, also ja eigentlich das Lahmlegen des öffentlichen Lebens, drangen also die Maßnahmen in den Alltag eines jeden ein. Über die Sinnhaftigkeit dieser NPI äußerte sich eine ganze Reihe von Epidemiologen, Virologen und Ärzten, die bald denunziert und noch schneller gar nicht mehr zu Wort kamen. Allgemein wurden die staatlichen Statistiken, die Berechnungen, wie zum Beispiel der Inzidenzwert, die sogenannte Übersterblichkeit, von einer ganzen Reihe von Forschern in Zweifel gezogen. Später kamen auch Zweifel über die Wirksamkeit des mRNA-Wirkstoffs, Impfstoffs dazu. Und sogar andere, wie einer der Entwickler dieses Impfstoffs, Robert Malone, weist regelmäßig auf die Gefährlichkeit der Spike-Proteine hin. Neben Malone, dem inzwischen der Zugriff auf die Forschungsdatenbanken medizinischer Fachzeitschriften gesperrt wurde, ist die Liste zensierter namhafter Wissenschaftler lang. Ich möchte hier nur ein paar nennen. Zum einen John Ioannidis aus Stanford, ein Statistiker und Gesundheitspolitiker, Gesundheitstheoretiker, der eigentlich inzwischen eine Persona non grata ist und regelmäßig Schmierkampagnen erfährt, gerade in den deutschen Medien. Dann kanadische Virologin Genevieve Briand, der in Harvard tätige schwedische Epidemiologe Martin Kulldorff, der kurzerhand aus dem WHO-Vorstand geworfen wurde. Ebenso wie Wolfgang Wodak, der bereits in der Schweinegrippe-Pandemie in einer Kommission des Europarates wegen kritischer Untersuchungen zur Rolle der Impfstoffhersteller aus eben dieser verdrängt wurde. Des Weiteren zum Beispiel Mike Yeldon, der sogar Senior Researcher von Pfizer ist. Der wurde auch kurzerhand gegangen, wie man euphemistisch sagt. Jay Bhattacharya, der zur natürlichen Immunität forscht, die Virologin Sunatra Gupta, Dennis Rancourt in Kanada und andere. In Großbritannien schlossen sich zahlreiche Mediziner zusammen, um in der Great Barrington Declaration vom Oktober 2020 auf die gesundheitlichen Folgeschäden dieser NPI hinzuweisen. Also das ist kein radikales Blatt oder Papier, also diese Deklaration ist einfach nur eine im besten Wissen und Gewissen dieser Ärzte Abwägung, von Güterabwägung eigentlich, was die Eindämmung der Pandemie auf die eine Seite stellt und auch die Fallzahlen natürlich und die Überlastung der Krankenhäuser auf die andere Seite, aber auch die Langzeitfolgen dieser Lockdowns sich anschaut. Und es ist keine radikale Forderung, es ist einfach nur eine Güterabwägung zu machen. Und diese Erklärung wurde inzwischen auch entsprechend von fast 900.000 Leuten unterschrieben, Fachkollegen auch von der ganzen Welt. Aber wie kann es anders sein? Diese Erklärung wurde in einer Schmierkampagne des ehemaligen
Beraters von Boris Johnson, Dominic Cummings, als Produkt einer Corona-Leugner-Propaganda, eines solchen Drehbuchs bezeichnet worden. Und es wurde von sogenannten Wissenschaftsjournalisten aufgegriffen, die gesagt haben, it takes its page from denialist propaganda playbook. Also einfach nur, ja, ich sag mal, Denunziation, Schmierkampagne, ohne Argumente. Es wird einfach behauptet, behauptet und behauptet und Argumente spielen keine Rolle. Kulldorff, der schwedische Epidemiologe und die anderen Erstunterzeichner gelten inzwischen als problematisch und haben natürlich gleich sozusagen ihre mediale Präsenz. Es wird immer jetzt mit irgendwelchen politisch fragwürdigen Tendenzen in Verbindung gebracht. Also, wir sehen also neben den klassischen Formen von Zensur und Selbstzensur aus Konformitätsdruck, findet also eine gezielte Denunziation von Menschen, die heterodoxe Meinungen vertreten, egal wie informiert und sachlich und statistisch belegt sie sind, findet statt. Aber auch diese gezielte Denunziation will geplant sein. Ja, also wenn sich gesellschaftliche Akzeptanz erreichen lassen soll damit, dann muss noch ein bisschen mehr geschehen, als einfach nur diese Leute zu denunzieren. Und das ist die Abschaffung einer demokratischen Sprache. Wir sehen jetzt eigentlich seit, ja, ich sag mal immer noch seit gut einem Jahrzehnt, so, man kann natürlich immer das Genaue nicht sagen, diese Abschaffung einer demokratischen Sprache in den Medien findet zunehmend statt. Das wurde problematisiert von einem deutschen Linguisten, von Dennis Kaltwasser, auf dessen Thesen ich mich teilweise beziehe. Er sieht in der Kommunikation zuerst einmal ein grundlegendes Merkmal demokratisch geführter Gesellschaften. Und er sagt, Zitat, die Demokratie als gesellschaftliche Form wird wesentlich durch ihren kommunikativen Haushalt geprägt. Zitat Ende. Und er zeigt, dass es eine Reihe von Kriterien gültig sein muss, eine Reihe von Prämissen einfach gültig sein muss, damit dieser kommunikative Haushalt in einer Demokratie tatsächlich auch wirkt. Das erste ist Abwesenheit von Zensur. Das zweite ist Vernunft, das Vernunftprinzip. Was heißt das? Das heißt Vernunft vor Emotion. Dann die Meinungsvielfalt. Dann eine wohlwollende Interpretation des Gegenübers, der gegenteiligen Meinung. Keine Abwertung des Gesprächspartners. Außerdem setzt mediale Kommunikation voraus, demokratische Kommunikation, dass über Ereignisse unparteilich, wahrhaftig und vollständig berichtet wird. Das findet nicht mehr statt. Nichts von dem findet mehr statt. Wir erleben eine komplette Verengung des Diskursraums, eine Verrohung der Diskurskultur, auf die ich gleich eingehen werde, bei einer gleichzeitigen Infantilisierung des Rezipienten. Also eine infantilisierende Sprache wird verwendet. Zum Beispiel über die Impfung heißt es, es ist nur ein kleiner Pieks. Oder in Deutschland heißt es, wir müssen die Aha-Regeln befolgen. Also wie so ein Kindergartenkind behandelt. Gleichzeitig gibt es aber eine starke Verrohung der Sprache. Das sind alles Kriterien von autoritärer Macht, die sich da durchsetzt. Wie gut die Verengung des Diskursraums und die Verrohung funktioniert, zeigt uns unter anderem der Philosoph Jürgen Habermas, der inzwischen zum Sprachrohr des technokratischen Autoritarismus verkommen ist und kurzum für die Abschaffung der Demokratie plädiert. Mehr Diktatur wagen, heißt es unironisch auch in den Worten des Kulturschaffenden Thomas Brussig in einem Gastbeitrag zur Süddeutschen Zeitung. Und ironischerweise, und darauf komme ich später nochmal kurz zurück, na, zentral zurück sogar, wird diese neue Konformität, dieser Konformismus und diese Expertendiktatur als Bollwerk gegen einen angeblich drohenden Faschismus verstanden. Also
Wer Adornos autoritäre Studien zum autoritären Charakter gelesen hat, weiß, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Also diese sehr autoritäre Sprache und gleichzeitig Infantilisierung ist ein Merkmal des Autoritarismus. Also autoritäre Lösungen, Zensur, Spaltung, Diskriminierung, gesellschaftliche Ächtung werden unter den Bedingungen des Covid-Regimes zu antifaschistischen, ja genau, zu antifaschistischen Strategien verdreht. Das ist eine historisch nie dagewesene logische Verklärung und Verkehrung, die erklärungsbedürftig ist. Kaltwasser entwickelt jetzt, er hat diese Kriterien entwickelt für einen demokratischen Diskurs und jetzt entwickelt er Kriterien für den antidemokratischen Diskurs. Danke. Und er sagt, erstens, Emotionalisierung, Abkehr von Sachbezogenheit. Zweitens, Vorantreiben einer diskursiven Spaltung, also Ausgrenzung, Pathologisierung, Kriminalisierung und auch Entmenschlichung des Gegenübers. Ich erinnere mich daran, wie ich in Zürich Radio gehört habe und ich meine, es war Roger Schawinski, den vielleicht alle mehr oder weniger kennen, der gesagt hat, er hat eigentlich Nachrichten und da ging es darum, dass die Tests, die Covid-Tests noch eine Woche länger kostenlos sein sollten. Und dann sprach er von Galgenfrist. Es gibt noch eine Galgenfrist. Und das ist auch eine Kriminalisierung. Das ist eine Kriminalisierung in dem Fall Ungeimpften. Dann, was gehört noch dazu? Eine Neuordnung im politischen und medizinischen oder wissenschaftlichen Wortschatz. Der Solidaritätsbegriff erfährt jetzt eine neue Bedeutung. Darauf komme ich zurück. Und noch ein sehr wichtiger Punkt, da möchte ich wirklich, wirklich drauf eingehen. Eine Aussetzung von kommunikativen Regulationsprozeduren. Das klingt jetzt sehr kompliziert. Ich werde aber darauf zurückkommen, was ganz, ganz Wichtiges noch dazu sagen. Ich werde jetzt auf jeden einzelnen Punkt eingehen und zeigen, wie sich diese antidemokratische Sprache, diese autoritäre Sprache medial, nicht nur medial, sondern auch konkreten Aussagen von Politikern zum Beispiel zeigt und festsetzt. Erstmal zur Emotionalisierung. Eine Emotionalisierung wurde vorangetrieben. Ich spreche jetzt ein bisschen von Deutschland, aber das ist eine Emotionalisierung, das kennen wir ja jetzt hier in der Schweiz natürlich auch. Als das deutsche Innenministerium im Frühjahr 2020 das sogenannte Panikpapier erließ, das ein ganz bestimmtes Narrativ in Gang setzte und bei Menschen ganz bewusst eine völlig einseitige Wahrnehmung der Pandemie erzeugen sollte. Wieso heißt das Panikpapier? Es hieß in dem Papier, wie eine Recherche von der Welt zeigt, dass bei der Bevölkerung, ich zitiere, eine möglichst große Schockwirkung, Zitat Ende, erzielt werden sollte, indem Medien und die von diesen Ministerien beauftragten Experten von, ich zitiere, qualvoll nach Luft ringenden Covid-Patienten, Zitat Ende, sprechen sollten, von Anhörigen zurückgelassenen, einsam dem Sterben überlassenen Menschen. Das ist schon an sich sehr fragwürdig, dass quasi ganz gezielt, ja, man muss es so sagen, Propaganda betrieben werden sollte für eine bestimmte Wahrnehmung dieser Pandemie. Das wurde ganz bewusst auf die Liste gesetzt als das Hauptthema. Hier wurde dann auch der Fokus auf die Fallsterblichkeitsrate, die relativ niedrig ist, fallen gelassen, um, Zitat aus dem Papier wiederum, Maßnahmen präventiver und repressiver Natur, Zitat Ende, rechtfertigen zu können. Es ging also um das bewusste Schüren von Angst und Panik. Und durch die Bilder von Militärleichenwagen in Bergamo, welche durchweg ohne Kontext über den Bildschirm flimmerten, oder durch den bewussten Einsatz einer emotionalisierenden, dramatischen Sprache. Ja, und ein Mitglied des Aufarbeitungsgremiums der Pandemie, der britischen SAGE, also des medizinischen Beraterteams in der Regierung, sagte dem britischen Telegraph tatsächlich, also so ganz offen, dass er schockiert sei vom Missbrauch der Verhaltenspsychologie
als ideologische Waffe in der Pandemieberichterstattung. Also, wir können diesen Punkt, diese Emotionalisierung des Diskurses als kommunikative Manipulation festhalten, welche für autoritäre Sprache typisch ist. Weiter muss gesagt werden, dass zu keinem Zeitpunkt der jüngeren, zumindest deutschen Geschichte, affirmativ Begriffe, die der psychologischen Manipulation und dem Narzissmus zuzuordnen wären, so oft in etablierten Medien verwendet werden wie seit der Covid-Pandemie. Das Ziel ist eben Spaltung und Denunziation. So werden diejenigen, die medial eine vom BAG und auch dem deutschen Ministerium des Inneren abweichende Meinung vertreten, zwar nicht immer direkt zensiert, aber ihre Meinung wird denunziert. Dann haben wir Begriffe wie, oder in dem Fall haben wir Begriffe wie Schwurbler. Jemand vertritt krude Thesen, jemand ist umstritten, jemand ist, es ist ein Fall für die Psychiatrie. Die Leute sprechen nicht, sondern es ist Geraune. Was ich hier mache, ist Geraune zum Beispiel. Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner ist ein wichtiger Begriff, Corona-Spinner. Und im Fall des aus der Rolle fallenden Philosophen Giorgio Agamben auch eine wunderschöne Spiegel-Schlagzeile, Star-Philosoph unter Wutbürgerverdacht. Also es ist haaresträubend eigentlich, diese Art von Kommunikation. Aber ich will noch mal ganz kurz auf den Begriff des Corona-Leugners eingehen. Das ist sehr interessant, weil der Begriff sprachlich und semantisch die Nähe zum Holocaust-Leugner suggeriert. Ja, das ist natürlich genau der Zweck, der damit erreicht werden soll. Plötzlich ist jemand ein Antisemit, also ein Holocaust-Leugner, der die autoritären Züge des Covid-Regimes thematisiert, wiewohl das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat, ja. Aber auf eine andere Art. Hier handelt es also eigentlich sogar um eine Verdrehung in der Kritik des Autoritarismus und des Status quo als antisemitisch denunziert wird. Ja. Also überspitzt gesagt wird die Warnung vor einer neuen autoritären Staatsform, wie sie auch in einem offenen Brief von letzten Holocaust-Überlebenden an die EMA thematisiert worden ist, wird mit Autoritarismus gleichgesetzt. Opfer des Antisemitismus werden als Antisemiten gebrandmarkt. Das ist schon ein ziemlich starkes Stück, was wir hier erleben medial. Sehr zynisch. Der klassische Liberale und Linke glaubt also, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, da der Holocaust natürlich das Paradigma des Menschheitsverbrechens darstellt. Und so wird der nackte, dekontextualisierte und inhaltlich verdrehte Antisemitismusvorwurf als moralischer zu einem politischen Argument. Und von hier ist es dann zur moralischen Denunziation als einer angeblich auf rechtmäßigen, wissenschaftlichen Grundlagen aufbauenden Behauptung nicht mehr weit. So sprach niemand anders als Kanzlerin Merkel. Angela Merkel im Dezember 2020 von den Protesten, die es ja durchaus auch gab und gibt, sprach von den protestierenden sogenannten Corona-Skeptikern, auch ein tolles Wort, als Angriff auf unsere gesamte Lebensweise. Ja, das ist ein Zitat von Angela Merkel. Das ist eine ganz klare Entmenschlichung des politischen Gegners. Ein Angriff auf unsere gesamte Lebensweise, als wären wir Marsmenschen letztendlich. Und es heißt, hieß auch eigentlich ganz offen, Querdenker sollten gesellschaftlich geächtet werden und auch sehr schön, Impfmuffel sind in der Pandemie Volksfeinde. Ich brauche euch nicht zu sagen, der Begriff des Volksfeinds, wo der herkommt und was der für einen Zweck erfüllt. Das sollten wir eigentlich noch aus der Geschichte noch parat haben. Aber die Frage ist dann natürlich, wenn die Wissenschaft so überzeugende Argumente hat, warum dieser Pavlovsche Reflex auf Kritik mit persönlicher Denunziation und durch die Mobilisierung des Antisemitismusvorwurfs zu reagieren? Warum der reflexhafte Zwang mit emotionalen und moralisierenden, den Menschen,
den gesunden Menschenverstand des Gegners in Abrede stellenden Argumenten zu entgegnen. Ich möchte hier ganz kurz an diese satirische Aktion der Schauspieler im Frühjahr 21 erinnern, alles dicht machen, Hashtag, was natürlich einen Skandal ausgelöst hat, weil diese Schauspieler in ihrer Aktion genau den Finger in die Wunde gelegt haben, genau problematisiert haben, was die Politik da eigentlich tut, wie verrückt das eigentlich alles ist. Und die Denunziation dieser Schauspieler war dann natürlich Applaus aus der rechten Ecke. Das ist immer wieder das Argument, was man hört. Sobald man etwas kritisiert, ist man rechts. Ja, also irgendwie Nazi oder Fasche oder wie auch Verschwörungstheoretiker. Und jetzt möchte ich aber was zu dieser Strategie sagen, die da herrscht. Das nennt man in der Philosophie, dieses Argument nennt man Association Fallacy. Es gibt tatsächlich keinen unbedingt deutschen Begriff dafür. Guilt by Association, also so. Ja, ich werde was zu dieser Form des Arguments mal sagen. Ich gebe ein Beispiel dafür, wie das geht. Peter ist gut in Mathe. Ja. Hans, der Zigaretten schmuggelt, ist auch gut in Mathe. Also schmuggelt Peter Zigaretten. Das ist das Argument. Und diese Art des Arguments wird immer wieder mobilisiert. Immer wieder mobilisiert, wenn es darum geht, Corona-Kritiker zu denunzieren. Und das ist tatsächlich die effektivste Form, das durchzusetzen. Zum Beispiel Heike kritisiert die Corona-Politik, Beatrice kritisiert ebenfalls die Corona-Politik, ist aber auch dafür, dass an der Grenze auf syrische Flüchtlinge geschossen werden darf. Ergo, Heike ist dafür, dass an der Grenze auf syrische Flüchtlinge geschossen werden darf. Diese Art von Argument, das ist ein fehlerhaftes Argument in der Argumentationstheorie, ist fast das einzige politische Projekt, das Linke und Linksliberale im Moment umtreibt. Und diese Form der Pathologisierung und Entmenschlichung des politischen Gegners durch moralische Denunziation und Guilt by Association ist das Hauptmerkmal einer autoritären Sprache. Und von hier aus lässt sich dann, ich komme jetzt zum dritten Punkt und langsam auch zum Schluss, von hier aus lässt sich die Neuordnung, die Zuweisung neuer Bedeutungen des politischen Wortschatzes gut nachvollziehen. Wir erinnern uns an George Orwells 1984. Da gibt das Wahrheitsministerium die Losung, also die Partei, die Losung aus: War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. Und in der Covid-Ära müsste noch hinzukommen: Submission is solidarity, also Unterwerfung ist Solidarität. Aus dem Solidaritätsbegriff, der klassisch aus der linken Arbeiter- und Studentenbewegung kommt, wo es zum Beispiel um Solidarität mit den Streikenden in den nordenglischen Minen ging in den 80er Jahren oder Solidarität mit der südafrikanischen Anti-Apartheids-Bewegung. Das wird jetzt zu einem autoritären Losungswort umfunktioniert, dass zum Beispiel verlangt, dass man sich gegen seinen Willen einer medizinischen Intervention unterziehen sollte. Ja? Impfen ist ein Akt der Solidarität. Ja, das ist interessant. Das ist so, als ob man sagen würde, ja, Wasser, man sagt es ja fast inzwischen schon, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, wo der Zug hinfährt, das würde ich für sinnvoll halten. Wasser ist ein Grundrecht, ja. Und dieses Grundrecht soll aber aufgegeben werden auf Wasser aus Solidarität mit Firmen, die dieses Wasser zu Geld machen. Also das ist so die Logik, die dahinter steckt. Das ist eine völlig verzerrte Logik, die mit dem Solidaritätsbegriff wirklich nichts mehr zu tun hat. Aber diese Verkehrung und Neubewertung des Begriffs der Solidarität führt dann eben dazu, dass Kritiker eines allgemeinen Impfzwangs beispielsweise eben als asoziale ausgegrenzt werden. Ich komme jetzt zu diesen kommunikativen Regulationsprozeduren. Es ist eben so, dass, ich gebe direkt ein Beispiel, der offizielle Account der deutschen Bundesregierung tweetete am 14.03.2020, man solle, ich zitiere, Falschmeldungen
über schwerwiegende Einschränkungen des öffentlichen Lebens, Zitat Ende, keinen Glauben schenken. Ja, also man sollte Gerüchten über potenzielle Lockdowns nicht glauben. 2 Tage später fanden genau diese Einschränkungen des öffentlichen Lebens statt und wurden durchgesetzt. 2 Tage später. Jetzt würde man denken, dann haben sie ihren Tweet gelöscht. Haben sie aber nicht. Den Tweet gibt es immer noch und niemand stört sich daran. Es gab niemals eine Revision oder eine Entschuldigung für diesen Tweet. Demokratisch wäre es gewesen und respektvoll auch gegenüber der Bevölkerung über diese Warnung vor Falschmeldung, die selber eine Falschmeldung war. Es wäre demokratisch gewesen, Fehler einzuräumen. Aber es wird einfach weiter behauptet und alle, selbst wie sich später zeigen sollte, die korrekten Zweifel als Falschmeldung denunziert. Es gibt da viele Beispiele, auch die New York Times, die berichtet hat, dass fast 1 Million Kinder wegen einer Covid-Krankung hospitalisiert seien. Die mussten diese Zahl stark nach unten revidieren. Ja, wir haben es mit glasklarer Propaganda zu tun. Ich möchte aber noch einen Punkt dazu sagen, weil weil ich schon auch von Orwells 1984 gesprochen habe. Und das geht ja auch ein bisschen in die Richtung, also Zukunftsvisionen von Lem und Zukunftsvisionen von Orwell. Der Protagonist, der arbeitet ja im Wahrheitsministerium in der Abteilung für Aufzeichnung. Ich lese es auf Englisch, deswegen Department for Records. Und der muss die Vergangenheit, also ältere Zeitungsberichte, so bearbeiten, dass es so aussieht, als seien die heutigen Aussagen, also als sei das, was jetzt eingetroffen ist, schon immer vorausgesagt worden vom Big Brother. Das ist relativ ein aufwendiges Verfahren. Damals, also George Orwell konnte sich offensichtlich das Internet nicht vorstellen, da war er irgendwie hinter Lem zurück. Aber der Punkt ist, dass da tatsächlich diese Zeitungsberichte eigentlich einfach gefälscht werden sollten, sodass es so aussieht, hätte Big Brother immer recht gehabt. Ja. Was wir heute erleben, ist, dass nicht einmal mehr das geschieht, sondern dass die Falschmeldung von früher und diese ganzen Behauptungen über 3 Wochen, Anstieg der Fallzahlen zu brechen und so weiter, dass das niemand sich darauf bezieht und sagt, gut, da haben wir einen Fehler gemacht, gut, da war was falsch. Nein, es gibt keine kommunikativen Regulationsprozeduren hier. Und auch das ist ein Zeichen für einen zunehmenden Autoritarismus. Ich komme zum Fazit. Es ist klar, dass wer glaubt, dass Kritik an Produktionsverhältnissen habe nichts mit Kritik an Machtverhältnissen zu tun, den Mächtigen in die Hände spielt. Kritik am Kapitalismus ist ohne Kritik am Staat, der als Machtinstanz die Interessen des Kapitals verteidigt, vollkommen wirkungslos. Dass Machtkritik bei Progressiven, bei Linken, bei Liberalen und so weiter keine Rolle mehr spielt, zeigt aber auch, dass die Linke selbst sich Machtstrukturen anbietet, sie reproduziert und von ihnen profitiert. Und das wiederum kann nichts anderes heißen auf den Müllhaufen der Geschichte mit ihr. Die Menschen haben etwas Besseres verdient. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Elena. Ja, fertig.